Servus und hallo, hier mal wieder zu einem Let's Watch mit mir Liriax und einem sehr, sehr ungleichen Platoon, nämlich hier mit DDS besetzt, der das Replay mir geschickt hat, und Bömi 91 in einem Komet und in einem Cromwell. Also auch hier mal wieder ganz schön mal ein Cromwell-Video zu sehen von jemandem, der nicht ich bin. Und ihr wisst ja, ich mag den Cromwell sehr, aber die Kombination an Tanks, naja, okay. Sie hatten hier in dem Fall recht viel Glück, weil es ist nur ein T7-Match und da hätte der Cromwell auch so durchaus reinpurzeln können. Richtig dumm wäre es geworden, wenn das Ganze ein, zwei Tier höher stattgefunden hätte. Ja, wir sehen hier Sacred Valley als Karte. Das Team generell eigentlich ganz gut. Und die Wahrscheinlichkeit hier zu siegen würde ich ganz gut schätzen. Und es gibt hier mehrere Möglichkeiten, die man mit Medium hat. Man könnte einmal in der Mitte bleiben, bei E6 ungefähr, und könnte dort um diesen kleinen Berg rumfahren. Das geht ganz gut. Links kann man auch flanken, also links oben auf dem Berg am Wasserfall. Das geht auch, ist aber schon eher die Heavy Tank Gegend, also wenn man da einem IS oder so entgegenläuft, da sollte man sich nicht wundern. Oder man kann halt hier rechts auf die Ecke gehen, und das macht Smithers hier ganz gut. Ich finde, er gräbt sich hier an der idealen Stelle ein. Das Problem, was man natürlich von dieser Seite hat, man ist besser gedeckt, aber die Büsche sind natürlich auf der anderen Seite. Das heißt, eigentlich dürfte er erst später die Leute sehen, aber der A43, der denkt sich hier, ach, das ist mir egal. Und er schießt jetzt hier doch ein, zweimal auch daneben, versucht hier auch die Gegenstände wegzuschießen, die ihn daran hindern, hier auf den A43 zu wirken. Und der A43 kann jetzt einmal auf ihn drauf schießen, einmal verfehlt. Und ja, da sieht man halt, der Cromwell ist sehr, sehr genau. Und ja, der 43 scheinbar nicht. Ja, ansonsten sieht es ganz gut aus. Es steht 3 zu 4, kann man nehmen. Bisher ein recht ausgeglichenes Spiel, würde ich einfach mal sagen. Es sind, bei uns im Team haben aber leider hat die ESU einfach mal selber einen von uns gekillt. Auch nicht schlecht. Und jetzt begeben wir uns hier in den Nahkampf, und der E25 hier ignoriert DDS-Missiles total. Also ich weiß jetzt nicht genau warum, aber okay, wenn er das für gut hält, naja, da haben wir ihn einfach mal schön rausgenommen. Der Komet macht hier auch eine sehr gute Arbeit, der A43 ist irgendwie, ah, da ist er wieder. Und, whoop, ja, das hat nicht viel gebracht, dass man da jetzt weggerannt ist. Und zack, zack, mit einem Doppelschuss macht man hier einfach mal noch den Chaffee weg. Und da sieht es mit 6 zu 8 doch eigentlich auch wieder gar nicht mehr so schlimm aus, wie es vor einigen Sekunden aussah. Ja, es gibt, und das haben die beiden hier ganz gut gesehen, zwei Artis. Und ne, wenn man zwei Artis sieht und hier eindeutig vor der Basis des Gegners ist, dann kann man sich hier auch einfach mal gemütlich bleiben wehren, aber ein dicker Max. Allerdings sollte der ja eigentlich für einen Medium Tank kein Problem sein, wenn da nicht der Fahrer tot wäre. Ja, ah, scheiße, dann da kriegt er ihn nochmal rein, aber glücklicherweise nicht diesmal den Fahrer gekillt bekommen, sondern nur die Engine. Allerdings jetzt Repair Kit und das Ammo Kit oder das First Aid Kit, beides weg. Gucken die Artis auch noch beide in die Richtung. Oh, oh. Knappes Ding, knappes Ding. Und kriegt er ihn noch? Ah, läuft. Sehr schön. Wir haben 5 Kills auf dem Counter für Smithers und 3 für seinen Teamkollegen. Und ja, auf unserer Seite sah es ganz gut aus. Auf der anderen Seite, ja, nicht so gut. Aber die Jungs haben gemerkt, vielleicht sollten wir mal da zurückgehen, weil da wird bestimmt gleich gecaptured. Und ja, jetzt stehen wir halt hier 2 T7 dann gegenüber, was nicht so geil ist für einen Cromwell. Aber glücklicherweise sind das nicht unbedingt die krassen Bouncy-Tanks, die da jetzt ankommen. Nämlich hier nur ein Medium und den Tiger 1. Das geht alles, da kann man auf jeden Fall durchschießen. Trotzdem lädt hier Smithers mal Premium. Und das ist bei so einem Spielstand durchaus auch mal angebracht.
Er macht hier Auto-Aim, geht jetzt auf ihn drauf und das geht gut durch. Hat er zwar nochmal einen Schuss drauf gekriegt, aber hat auch mal vom D43 einen reingekriegt. Aber das ist okay. Wenn jetzt, ja, genau, da der Komet noch den 3001 rausnimmt. Und jetzt steht es 13-12, nur noch ein Tiger und der T43 im gegnerischen Team. Und ah, das ist jetzt immer schwierig, so über die Kuppe zu gucken, weil, wie ihr seht, er hat noch 27 hier noch an HP. Das ist natürlich nicht mehr ganz so viel und jeder Schuss ist jetzt eigentlich der Tod. Und einer von ihnen kann auch noch eine Top Gun kriegen. Jetzt ist die Frage, wer nimmt hier den T43 raus? Der Komet hat noch mehr HP und sollte dementsprechend ihn eher angreifen. Ah ja, da freut sich der A43 nochmal. Und jetzt müsste er abgelenkt sein. Jetzt müsste man raufnehmen. Ja, und da kommt jetzt der Reload vom Cromwell und er macht das letzte Ding. Sehr schön. Ja, und dann gehen wir auch direkt hier in die Auswertung. Einen Ace-Tanker und diese ganzen komischen kleinen Ribbons hat hier DDR Smithers abgeräumt. Und die Brothers in Arms. Dabei muss man ja fast schon sich ein bisschen in den Arsch beißen, dass es nur eine Brothers in Arms ist. Denn die Crucial Contribution war so nah dran. Wir haben es ja gesehen, wir haben einmal 5 Kills und einmal 6 Kills. Also ganz, ganz knapp. Nur einen Kill mehr hätten sie gebraucht. Aber, naja, so ist es halt manchmal. Dennoch ein super Spiel, wenn wir hier uns anschauen, wie viel Schaden die beiden gemacht haben im Verhältnis zum restlichen Team. Ja, da ist fast eigentlich das gesamte Team mit weniger Schaden dabei als die zwei hier. Das ist schon atemberaubend. Und auch wenn wir uns hier nochmal die genauere Statistik angucken, wir haben 28 Schüsse abgefeuert und davon 21 getroffen. Das ist bei einem Cromwell wirklich eine gute Zahl und vor allem diese Zahl hier ist bemerkenswert, nämlich dass 19 von den 21 Schüssen dann auch direkt durchgekommen sind. Also da wirklich sehr, sehr gut scheinbar in die richtigen Spots geschossen. Und wenn wir uns nochmal die Begegnung mit dem A43 anschauen, da war ja wirklich nur so ein bisschen der Kopf oben draußen, das Turret, und ansonsten war da ja nichts und da sind wahrscheinlich dann auch die meisten der verfehlten Schüsse hingegangen. Ja, Damage Block bei Armor ist natürlich wieder ein Witz, aber das ist ja immer so beim Cromwell, da hat er einfach nicht die Stärke. Was ich nochmal wissen möchte, ist, wie viel hier beim Komet abgegangen ist. Ne, der hat auch nur 350. Ich dachte, er wäre eher so das Ziel gewesen von Attacken, aber dann muss einfach dieser E25 da in der Mitte ziemlich schlecht gewesen sein. Aber gut, so ist es halt manchmal. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Hier auch nochmal natürlich eine Top Gun und sehr, sehr viel Schaden gemacht. Hat mich sehr gefreut, das anzugucken und ich hoffe, falls ihr noch ein weiteres Replay für mich habt, das ebenfalls so in der Kategorie ist, dann schickt mir das doch. Ich freue mich immer, wenn ich mir solche Sachen angucken kann und vielleicht landet es ja dann auch auf dem Kanal. Also, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal, vielleicht mit eurem Replay und dann sage ich Servus.